Willkommen, Freunde des Pfeifentabaks, zu einer Ausgabe der Tabaknotizen. Ich möchte über einen Tabak sprechen, der kürzlich für Fühlfurore sorgte. Und zwar erschien am 12. April 2013 in der Sonntagsausgabe der New York Times ein relativ breit angelegter Artikel unter dem Titel Tobacco Death So Brooklyn, but Made in Belgium. Ich werde einige Links unten in die Infobox nachher noch reinlegen, die das ganze Thema betreffen. Jedenfalls sorgte dieser Artikel für viel Aufruhr in der amerikanischen Pfeifenszene. Und dann kam es an sich auch kurz bald darauf dazu, dass ich kontaktiert wurde von einem Freund in Amerika, der mich fragte, ob ich ihm diesen Tabak besorgen könnte. Ich habe es versucht, ich habe Vincent Manet telefonisch kontaktiert und dann auch schriftlich. Aus diesem Telefonat wurde mir an sich sehr schnell klar, was für einen Hype der Artikel ausgelöst hat. Plötzlich waren also hunderte von Anfragen aus Amerika da. Amerika wollte diesen Tabak rauchen und Vincent Manet, der in Corbion mit seiner Tabakmanufaktur angesiedelt ist, der einen Sohn hat, der Englisch spricht. Vincent Manet war, sag ich mal, plötzlich völlig überrumpelt von den Anfragen, die da kamen. Und es war tatsächlich für diesen kleinen Betrieb und ist es wahrscheinlich bis heute gar nicht so einfach, diese auf ihn einstürmenden Anfragen nun zu bewältigen. Einerseits war es der Versandweg und andererseits war es offensichtlich auch der Bezahlweg. Ich habe dann also längere Zeit nichts mehr gehört, nochmal einen Versuch gemacht und dann gar nichts mehr gehört und habe das Ganze dann an sich auch zur Seite geschoben. Wie es der Zufall aber so will, kam nun doch dieser Tabak zu mir. Und zwar sieht das Ganze so aus. Dies ist also die Verpackung. Es gibt drei Schnittarten. Das hier ist der Coupe Fine, also der Feinschnitt. Es gibt einen mittleren Schnitt und es gibt einen breiten Schnitt. Val Ardenne, es ist also in einem Ardennental in Belgien gelegen. Das soll sehr schattig und neblig sein. Durch dieses Ardennental fließt der Semois-Fluss. Also es handelt sich sozusagen pur Semois, um puren Semois, wenn ich das richtig lese. Vincent Manet betreibt auch ein Atelier und Tabakmuseum. Das Ganze in Corbion, Adresse und E-Mail, Web sieht man ja hier. Und wir sehen hier auch noch einen Pfeifenraucher im 60er-Jahres-Stil, der sich da unter Umständen gerade ein Kupfin in seinem Pfeifenkopf gestopft hat und an dem raucht. Die ganze Verpackung, wie auch die noch bestehenden, sagen wir mal, Fabrikanlagen, Kleinstfabrikanlagen, sind wie aus einer anderen Zeit. Die Verpackung ist aus diesem schweren Goldpapier, das bedingt dafür sorgt, dass der Tabak eine gewisse Zeit erstmal nicht austrocknet. Hier hinten sehen wir also ein gezeichnetes Bild, so ungefähr kann man sich das da vorstellen. Hinten die Talhügel, da vorne ein Pflanzfeld, Tabakfeld und dahinter dann das kleine Häuschen oder die Fabrikanlage, in der Vincent Manet heute diesen Tabak herstellt. Ja, wenn wir den Tabak öffnen, übrigens ja, 100 Gramm, 10 Euro, das ist natürlich auch wie von vorgestern, solche Preise sind was Schönes. Das ist also sozusagen handverpackt, könnte man das Papier dann hier auflösen. Ich will jetzt einfach mal euch einen Blick da hineinwerfen lassen. So, gehen wir mal auf. Man sieht hier den Feinschnitt, es sind ein paar Blattrippen auch durchaus mit drin. Und der Tabak ist so etwa dunkelbraun und hat so einen Grauschleier, würde ich sagen, drauf liegen. Wenn man an der Verpackung riecht, dann kommt man sich ein bisschen vor wie in einem Heustadel, also so nach frisch gemähtem Heu riecht es. Allerdings auch, wie wenn ich im Supermarkt zwischen den Regalen mit dem Hasenfutter durchgehe, so ungefähr. Und
Es ist ein kleiner Anteil, also ich nehme noch so einen Teil Schokolade wahr, so diesen süßlichen, etwas süßlichen Schokoladegeruch, sehr dezent allerdings verborgen. Was mir heute oder eben erst auch gerade klar wurde, warum da sich also die Pflanze oder der Tabak, der da verwendet wird, da handelt es sich also um eine alte Burley-Sorte. Ich war bisher fast eher immer der Meinung, das müsste Virginia sein. Konkret ist es tatsächlich ein Burley, der dort in diesem Tal angepflanzt wird und wächst. Ja, so viel zum Geruch. Der Tabak lässt sich auch gerade in dieser Feinschnittvariante, und ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt hier nur den Feinschnitt erhalten. Wie gesagt, drei Schnittbreiten gibt es noch. Aufgrund des Rauchens dieses Tabaks, ich gehe jetzt mal davon aus, dass kein extrem wesentlicher Unterschied auftaucht, ob ich jetzt den mittleren Schnitt oder den Breitschnitt rauche. Alle drei Tabake sind laut Vincent Manil zum Rauchen für die Pfeife geeignet. Der Coupe Fine hier, der Feinschnitt natürlich auch, insbesondere für Shagpfeifen oder auch für Zigarettendreher. Der Tabak lässt sich also gut in die Pfeife einbringen. Er kommt schon relativ trocken daher. Er ist gerade noch mal eine gewisse Restfeuchtigkeit drin. Er lässt sich, wie gesagt, prima in die Pfeife einbringen. Er ist da ganz widerstandslos an sich, und er brennt auch prima ab. Im Abbrand brennt er dunkel ab. Es bleibt ein dunkler Haufen Asche sozusagen, mehr oder weniger ein dunkelgrauer Haufen Asche übrig. Der Tabak raucht sich sehr trocken und eben auch problemlos in der Pfeife. Gerade der Kupfin lässt sich gut entzünden, und ich habe auch den Eindruck, dass er nicht gerade dazu neigt, heiß zu werden in der Pfeife. Mein Fazit allerdings zu dem Tabak fällt ganz anders aus als die sich überschlagenden Reviews, die man jetzt auf Tobacco Reviews vorfindet, wo der Tabak also an sich bisher unter den wenigen, die dort Reviews gemacht haben, jeweils seine 5 Punkte, seine 5 Sterne erhält und hoch gelobt wird. Dieser Tabak ist mit Sicherheit einmalig, das kann man schon sagen, und zwar schon allein aus dem Grund, weil dies nun wahrscheinlich wirklich der Tabak ist, von dem man sagen kann, er ist naturbelassen. Es handelt sich eben letztendlich auch um eine Monokultur hier in der Packung drin. Das ist jetzt kein raffinierter oder ausgeklügelter Blend oder Mixture. Hier ist nicht Latakia, kein Orient oder gar irgendein Casing, Topping, Aromatiken drin, sondern es ist ganz einfach diese Burley-Sorte, und diese Burley-Sorte ist wie vor 100 Jahren sozusagen vom Feld her bestellt und dann verarbeitet. Und insofern kann man an sich sagen, das ist naturbelassener Tabak, Ökotabak könnte man fast sagen. Und geschmacklich ist es eben nun so, dass ich eigentlich sage, ja, das ist für mich fast weniger Tabak, sondern es ist eher ein Kraut. Ein sehr gutes Kraut. Ein wunderbares Kraut. Und wer die Gelegenheit hat, nach Belgien zu kommen und in dieses Tal dahinter fährt und die Chance hat, Vincent Manil zu besuchen, der im Übrigen auch Zigarren macht aus diesem Tabak und verschiedene Zigarrenspezialitäten, der schaut natürlich da rein und der probiert natürlich mal eine Packung oder nimmt sich da ein paar Sachen mit. Aber ich glaube nicht, dass dieser Tabak für die meisten von uns ein Tabak wäre, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber die ganz große Offenbarung. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie geraucht. Man wird zwar sagen, sowas habe ich in meinem Leben noch nie geraucht, weil so eine Art Tabak hat es bei uns wahrscheinlich zuletzt nach dem Ersten oder gar vielleicht noch Zweiten Weltkrieg gegeben. Ich denke, das ist eine Form des Landtabaks, wie sie vielleicht früher noch unsere Großväter geraucht haben, sofern die selber Bauernhöfe hatten und Tabak dort angepflanzt haben und den dann am Sonntag in ihrer Pipe geraucht haben. Und so meine ich, ist es eine Art Landtabak. Und mehr sollte man sich davon auch nicht erwarten. Es ist schon was Besonderes, aber es ist sicher nichts, was wir mit der uns heutigen Tabakwelt, der uns heute vertrauten Tabakwelt als Pfeifenraucher vergleichen können oder wollen oder sollen. Daher finde ich es im
im Fazit natürlich schon ganz interessant, wie man hier verfolgen konnte, wie ein richtiger Hype entsteht, wie dieses im Dornröschenschlag befindliche Dörfchen Corbillon dort quasi von einer Flut von Anfragen nun überrollt wird und wie an sich auch tatsächlich die meisten Pfeifenraucher da speziell in Amerika darauf reagieren. Ich wäre mal gespannt, soweit ich weiß, ist unser YouTube-Kollege Fußwerk auch kürzlich unterwegs gewesen nach Belgien hinüber und er war auch auf der Suche nach diesem Tabak gegangen. Ich bin mal gespannt, ob er zu einem anderen Schluss kommt. Noch kurz was zur Raumnote, die ist natürlich auch nicht gerade betörend. Ich glaube, dass das fast eher so ist, dass man den Tabak besser alleine genießt oder besser nicht in Begleitung von Frauen, Damen. Im Geschmack ist der Tabak für mich ich glaube, man kann es kurz zusammenfassen, wer mal eine alte Gauloise oder eine alte Gitane geraucht hat, also diese Caporal-Geschichten und so, der weiß ungefähr, was er da zu erwarten hat. Der Tabak, auch wenn er aus Belgien kommt, hat diese französische Geschmackscharakteristik eines französischen Landtabaks. Und mehr, um jetzt hier mich nicht zu verzetteln oder in die Nuancen einzusteigen, und die will ich auch gar nicht suchen. Es ist ein schlicht und einfach ein interessanter Gebrauchstabak, der eben aber eigentlich mehr in das hineingeht, was wir von der Zigarettenwelt her, vom französischen Tabak her so kennen. Es gab ja auch mal von Gauloises einen Caporal-Tabak. Ich stelle mir vor, dass die sich da ziemlich ähnlich sind. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Tabak vielleicht ganz interessant ist zum Mischen, wenn man so sagt, diese alte Burley-Variante, dass er sich als Mischtabak sicherlich vielleicht ganz interessant darstellt. Aber im Großen und Ganzen soweit zum Tabak von Vincent Manet, der Pur Semois Coupe Fine. Vielleicht konnte ich die Neugier des einen oder anderen dazu befriedigen, denn der eine oder andere wird, glaube ich, auch ein bisschen teilgenommen haben an dem, was gerade so in den US-amerikanischen Fachblättern und in der Szene so vor sich geht. Und das ist eben mein Fazit dazu. Schauen wir mal, vielleicht macht der Fußwerk auch noch was drüber. Vielleicht kommt der zu einem ganz anderen Schluss. Ich werde den Tabak jetzt dann wahrscheinlich nach Amerika abgeben und bin froh, wenn er weiter ist. Also und alles Gute. Belassen wir es dabei. Alles Gute und eine gute Woche. Bombardonius.